Entschuldigung, aber wir machen das Intro jetzt gerade zum fünften Mal oder sechste Mal. Egal! Leute, heute gibt es den versprochenen Schweinebraten. Ich kann nur mal. Hey ho, meine Lieben. Ja, ich hab's ja im Livestream versprochen gehabt. Ich mache einen Rollbraten. Wir machen einen Rollbraten. Und den mache ich aus dem Schweinenacken. Den werde ich nachher zurechtschnippeln, schön auffächern, dass man den schön rollen kann. Aber die Füllung macht uns Manu dazu. Und hallo. Was für eine Füllung kriegen wir? Ich mache heute Zwiebel-Champignon-Füllung. Gut. Mhm. Ich wollte ja ursprünglich die Champignons bloß mit dem Schmand oder so mischen, aber ja, lassen wir uns überraschen, was das für eine Füllung heute wird. Und das Ganze drüben in der kleinen, feinen, aber feinen Küche. Kleinen, aber feinen Küche. So, und jetzt drehen wir das Video nicht nochmal, das Intro. Wir gehen jetzt rüber. Genau. Attacke. Der Einfachkeit halber fange ich zum Reden an. Und Butterschmalz brauchen wir nachher zum Brutzeln. Ganz klar. Und das sind die drei Grundzutaten, was du benötigst jetzt. Genau. Zwiebeln, Knoblauch und Champignons. Gut. Natürlich brauchen wir jetzt für die Füllung nicht die ganzen Champignons, sondern nur ein bisschen was. Und das Ganze wird dann... Die Champignons meinst du jetzt? Ja. Danach werden wir noch eine Champignonsoße machen. Okay. Ah, okay. Champignonsoße kriegen wir auch noch dazu. Hört sich sehr gut an. So gesagt, Jägersoße. Ja. Aber das jetzt, die Füllung wird in der Pfanne kurz angeschmort. Genau. Ja. Und deswegen warte ich eben noch mit meinem Fleisch, bis ja, die Füllung soweit vorbereitet ist. Und das sehen wir jetzt von der Manu. So, während hier fleißig geschnippelt wird, der Spieß für die Heißluftfritte, das wäre dann die Maximalbreite, wo ich den Braten rollen kann. Und ich bin ja gespannt, wie groß der nachher wird. Eine klitzekleine Planänderung. Wir haben jetzt doch gesagt, schneiden wir doch alles gleich klein und schmoren das leicht an. Dann haben wir zum einen die Füllung und zum anderen dann schon die Grundbasis für das Sößle. Und so machen wir das jetzt. Sprich noch die restlichen Pilze hier klein schnippeln, danach noch ein bisschen Knoblauch rein, so zwei, drei ganz viele Zehen und ja, dann geht's an der Pfanne schon weiter. So, der Butterschmalz ist am Schmelzen. Da werden jetzt ganz einfach die Zwiebeln und der Knoblauch angeröstet. Dann kommen die Champignons dazu, mit Salz und Pfeffer ein bisschen abgeschmeckt. Und die Champignons eben nicht so lange geschmort, weil die kommen ja noch in den Braten. Und ja, das wäre dann jetzt die erste Runde. Alles, was dann übrig bleibt, lassen wir gleich direkt in der Pfanne und wird dann später noch zum Sößchen verarbeiten. Verarbeitet. Tja, und hier in die Fritte, Heißluftfritte, die steht dieses Mal nebendran, weil wir ja den Herd brauchen. Da kommt dann der Braten rein. Jetzt kommen die Zwiebeln und die Champignons in die Pfanne. Und wenn jetzt schön zusammen... Die sind schon drin? Was? Ja, die sind schon drin, die zwei Champignons. Ja. Also. Die werden schön angebrutzelt, ein bisschen geschmort, dass sie ein bisschen weich werden. Genau, und dann ein bisschen Salz und Pfeffer drüber und fertig ist die Füllung und wie gesagt, den Rest wird für die Soße gemacht, genau. Von den Champignons und Zwiebeln. Genau. So, da haben wir jetzt das Schweinenackenstück. Ich bin jetzt am Überlegen. Weil das ganze Stück für uns jetzt heute wird es definitiv viel zu viel. Definitiv viel zu viel. Deswegen werde ich den jetzt ja, so halbieren und das hintere Stück auffächern, aufschneiden zum Einrollen und das vordere Stück gefriere ich mir ein.
da gibt es dann einmal was anderes damit. Und jetzt suche ich mir gerade das passende Messer raus. Genau das wollte ich dieses Mal. So, reicht uns das, das hintere Stück? Bisschen mehr. Bisschen mehr? Bisschen mehr. Oh, das wird frei ziemlich viel. Ja, so, das reicht vollkommen. Ja, so. Glaub's mir. Gut. So. Dann verfrachte ich das Stückchen. Hm, sieht gut aus. Gleich einmal in den Froster. Genau. So, und das Stück überlege ich mir jetzt, wie ich das auffächer. Wie ich mir das aufschneide. Weil sonst hatte ich ja immer so rein und ja. Vielleicht mache ich dieses Mal ja was ganz was anderes. Lass mich mal kurz überlegen. Immer gut für Experimente. So, und wisst ihr, was ich jetzt noch mache? Jetzt klopfen wir das Ganze einfach noch ein bisschen. Das reicht. Einrappen tue ich das wieder mit dem Ofen. One for all. Da kann man natürlich, oder nehme ich ein Spießbratengewürz. Was möchtest du? Ja, nehme ich das. Das hier? Ja. Gut, dann probieren mal. Ich weiß ja, wie es schmeckt. Du noch nicht? Nein. Okay. Und natürlich, das ist jetzt die Innenseite. Von der Seite fangen wir an zum Einrollen. Weil hier nämlich ein kleines Löchle ist und hier sind wir dann komplett geschlossen. Dann sollte das funktionieren. So. So. Und im nächsten Schritt hole ich dann oder... Ja, im nächsten Schritt geht's weiter. So, jetzt hat sich das Fleisch noch ein bisschen entspannen dürfen, die Gewürze einziehen. Für die Fesselspiele habe ich mir noch eine Schnur hergerichtet. Und hier ist unsere Füllung, beziehungsweise das Vormaterial für das Sößle nachher. Da tun wir jetzt einfach ein bisschen was dahin, da drauf. Aber Spatzel, soll ich da was verraten? Mhm. Ich glaube, der Schmand da dran wäre trotzdem geil gewesen, da drin. Aber ich hatte den vergessen zum Einkaufen. Also haben wir da nichts. Tja. So. Das sollte reichen. Das sollte definitiv reichen. Ja, und den Rest kann man dann schön zum Sößel verarbeiten. So, und dann wollen wir mal hier.
Jetzt kann es natürlich passieren, dass es zeitlich ein bisschen rausquellt. Aber das soll ja auch nachher nicht das Problem sein. Hättest du mir das hier, das Fleisch gerade mal so? Danke. Schauen wir mal, ob ich es noch kann. Oder ob ich mich wieder anstelle wie der erste Mensch dabei. Komisch, manchmal funktioniert es ohne Probleme und das andere Mal wieder kriege ich da nichts Gescheites mit der Schnur auf die Reihe. Das ist schon immer merkwürdig. So, okay. Haha, Glück gehabt, muss ich die Szene nicht schneiden. Ja. So, verknoten wir es einfach mit dem ein bisschen. So, fertig. Jetzt noch ab auf den Spieß. Ja, geh halt drüber. Miese Made. Ja, fertig. Und so können wir den schön in die Heißluftfritte tun und die Heißluftfritte einschalten. Soderle. Schmeißen wir das Ding hier einfach rein. Dann bin ich gerade noch am Überlegen, auf was ich es einstelle. Ja, piepsen tut schon mal. Erstmal einschalten. 185 Grad, was habe ich denn das letzte Mal gemacht? Nein, eigentlich wollte ich keine Zeitvorgabe machen. Ich stelle das Ding jetzt ganz einfach mal auf 80 Minuten ein, ist doch mir egal. Bei... Hä? Hallo, Temperatur. Auf was stehst denn, du blödes Gerät? Also auf alle Fälle muss ich mal drehen einschalten. Ja, drehen tut er sich. Und wie stelle ich jetzt die Temperatur hier nochmal runter? 80.
20 Minuten. Ah, auf der anderen Seite. Den lassen wir jetzt erst einmal bei, wie viel machen wir? Was schätzt du, was meinst du? 120, 130? 130. Lassen wir jetzt erst einmal bei 130 Grad ein bisschen drehen. 17.45 Uhr exakt. Ja, jetzt schauen wir mal, wie lange wir den jetzt so drin lassen und drehen lassen. Den tut man hier jetzt natürlich gar nichts. Da ist er drin und da dreht er sich. Hoi Leute, ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Egal. Wie gesagt, 130 Grad lassen wir jetzt erst einmal eine ganze Weile drin. Und dazu eben dieses leckere Süßchen, was uns Manu dann noch fertig basteln wird. Und ganz einfach lecker Pommes. Und wenn jetzt wieder einer sagen wird, Pommes und Soße und bla bla bla, ich werde meine Pommes in der Soße ersäufen. Ja, lecker. Gut. Lass uns mal eine halbe Stunde jetzt so drehen und dann gucken wir den Braten an. So, meine Lieben, Viertel nach sechs. Der sieht schon mal richtig lecker aus. Im Hintergrund habe ich gerade was runtergeschmissen. Aber ich messe jetzt einmal gleich KT. Und ja, da habe ich es doch, da habe ich es doch. Stopp. Hey, bei 41 Grad liegen wir schon. Nicht schlecht. Aber wie lange das jetzt noch insgesamt brauchen wird, und das werden wir dann sehen. Ich hatte, keine Ahnung, ich glaube bei Halbzeit oder sowas in etwa 80 Minuten hatte ich ja eingegeben, auf 160 Grad hochgeschalten, mittlerweile auf 90 runter. Und Leute, ich sag's euch, er hat auch richtig schön Farbe bekommen. Geil. So, jetzt halt man im Prinzip bloß noch warm. Pfanne wird wieder angeheizt. Und weiter geht's eben dann gleich mit dem Sößle. Im Backofen sind schon Pommes drin. Hey, du arbeitest hier ohne meine Cam. Geht ja gar nicht. Also mit ein bisschen... Was ist das für Bratenfond? Bratenfond, ja. Bratenfond, ja, ganz genau. Ein bisschen. Aufgegossen. Die Kamera schlägt an, beschlägt. Und die Fritte nebendran macht wahrscheinlich einen Höllenkrach im Video. Es tut mir jetzt furchtbar leid, aber die läuft halt noch. So, und dann kommt die Sahne hinzu. Brauchen wir die zweite auch noch? Nein. Nein, brauchen wir nicht. Nur eine, die reicht vollkommen. Okay. Dann kommt jetzt noch ein paar Kräuter dazu. Was sich so bei mir halt in der Gefriere findet. Italienische Kräuter, passt auch. Rein damit. Aber nicht komplett. Also riechen tun sie gut. Ganz schön noch ein bisschen was. Zimmerbrett. Oder wie war das? Einmal aufkochen lassen. Und dann noch mit Salz, Pfeffer abschmecken. Sonst noch irgendein Gewürz? Nein, sonst gar nichts mehr. Okay. Zum Eindicken natürlich noch ein bisschen Mehlschwitze. Hätte jetzt was vergessen zu sagen. Jawohl.
Und was esst ihr? Also es waren jetzt wirklich 80 Minuten. Ich hole jetzt den Bratner raus aus dem Ofen. Ja, sieht gut aus. Und dann sehen wir uns am Schneidebrett wieder. Yippie! Ja, da liegt er. Wo ist meine Zange? Die berühmt-berüchtigte. Aber meine Finger will ich mir jetzt auch nicht verbrennen. Aber da habe ich doch noch eine Fleischgabel. So. Na, und geh jetzt runter. Jawohl. Schwupp. Da haben wir liegen. So. Und den schneidet kurzerhand ich einfach auf. Leute, könnt ihr das sehen? Richtig schön die Füllung. So, von der anderen Seite her anschneiden. So, das letzte Stück noch. Ich würde mal sagen, der sieht richtig lecker aus. Die Schnürchen kann jeder für sich am Teller dann entfernen. Ist ja kein Problem, die auf die Seite dann zu legen. Dann fangen wir schon mal mit dem Fleisch an. Na. So. Mal gucken, wie weit die Pommes sind. Boah. Boah, kommt da jetzt wieder raus. Halt! Pommes brauchen noch einen klitzekleinen Augenblick. Na, da hängt die Schnur dran. So. Oder magst du auch Randstück? Ich meinte dich. Ja. Dann geben wir dir hier noch ein Randstück drauf. Ich tue bei mir das andere Randstück drauf. Und somit würde ich sagen, der Braten ist erfolgreich aufgeteilt. Richtig. Jo. Tja, und so sieht jetzt mein Tellerchen aus. Und ich werde jetzt erstmal ein schönes Probierle machen für euch. Die Mädels hocken schon am Tisch und essen. Jo. Und dann hocke ich mich dazu zum Essen. Ganz genau. So, Dalle. Dann fangen wir erst einmal mit dem Sößle an. Richtig leckeres Champignonsößle. Braten. Wieder sehr lecker geworden. Und das Ganze dann in Verbindung mit den Pommes und der Soße. Einfach nur geil. Tja, zum Endfazit. Schau, dass ich die Manu nachher nochmal vor die Cam zerre. Und dann sehen wir uns gleich nochmal.
So, meine Lieben, was soll ich dazu sagen? Ich habe mir eine automatische Spülmaschine angeschafft. Die reagiert gar nicht. Meinst du mich jetzt? War die Leitung wieder etwas länger? Ich habe jetzt gar nicht richtig verstanden, was du gesagt hast. Mach nichts, komm mal her. Komm mal her. Ja. Komm mal her. Also Leute, mein Fazit zu dem Essen, der Braten ist sehr lecker geworden mit dem Cloud-Grill-Gewürz. Im Heißluftgrill richtig gut geworden. Wie gesagt, ich habe ihn dann in der Hälfte der Zeit dann hochgedreht, zum Schluss dann runter, einfach, dass er nicht verkokelt und hat einwandfrei gepasst, von der Menge her super. Die Pommes, gut, das waren einfache Backofen-Pommes, haben aber vollkommen dazu ausgereicht. Genau. Und das Sößle mit den Pilzen, richtig lecker. Das ist schön, dass es euch geschmeckt hat. Und selber jetzt deine Meinung zum Braten dazu? Fand ich saulecker, das Essen. Saulecker. Ja. Gut. Alina, wie hat es dir geschmeckt? Gut. Wunderbar. Dann sind wir alle rundum glücklich. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Tschaikowski, bis zum nächsten Mal. Genau. Finger weg von der Cam. Ja, Alina will auch schon dran rumspielen. Hier viel Spaß beim Spülen. Dankeschön. Ich gehe am PC. Nein, das machen wir natürlich zusammen hier. Leute, wir sehen uns. Tschaikowski.